Hallo Zuschauer, ja, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Im Dutzend gefährlicher. Das sind die Gegner, die wir gerade in der letzten Folge kennengelernt haben, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob es die letzte Folge war. Aber ich habe mich jetzt gerade das erste Mal in... ja. Ich nehme seit ungefähr 3 Jahren auf diesem Stuhl hier sitzend auf. Und ich... Also ich bin hin und wieder aufgestanden. Versteht ihr nicht falsch? Aber... Ich nehme seit 3 Jahren auf diesem Stuhl hier sitzend auf und es ist das erste Mal, dass ich mich so zurücklehne. Offensichtlich fühle ich mich wohl in dem Spiel. Was ist das denn? Diese Reißleine hier muss irgendeine Bedeutung haben. Ah. Schön. Ah, ich verstehe. Ja. Geht alle mal dahin. Da ist voll das Coole, habe ich gehört. Mauerlauf ist immer sehr nice. Ich musste das tun. Ich war mal wieder zu gierig, ja. So, weg mit dir. Stirb. Gut, man kann es auch übertreiben mit der Freundlichkeit. Oh, fuck. Hoch da. Lalalala. Und schon wieder war ein Lümmel im Gemüse versteckt. Ein Kleinling. Also ich muss da echt drauf achten in näherer Zeit. Oh. Fuck! Ich hab es einfach... Kann ich da noch runter? Kann ich, tatsächlich. So, die da weg. Der möchte auch auf Wiedersehen sagen. Und wir haben einen Kleinling. Papi! Ah! Das ist nicht euer Ernst, oder? Wir sehen uns dann in 20 Minuten, wenn ich das hier geschafft habe. Also wir sehen uns da nicht, wir sehen uns die ganze Zeit, aber ihr wisst, was ich damit meine, hoffe ich. Ich werde 20 Minuten brauchen, um das hier zu schaffen. Das meine ich. Warum sage ich es da nicht? Ich weiß nicht. Ah, da ist die Schwerkraft wieder normal. Gut, das habe ich jetzt nicht gedacht die ganze Zeit. So. Ja. Papi! Er ist schon total verzweifelt, weil wir so lange brauchen. Und es tut mir leid, Kleiner, aber so ist es halt. Ja, Papi. Ich komm doch. Nur irgendjemand musste hier an der Gravitation rumfummeln. Ich hab gesagt, mach das nicht, tu das nicht. Ah, ich hätte springen müssen. Ich fall ja nicht darunter. Ha. Das wird ein schönes Stück hier. Oh, fuck. Wie soll ich das denn jetzt? Da hinten ist doch bestimmt irgendwas. Ja, ich habe jetzt eher was erwartet, womit ich die halt ablenken kann dort hinten. Ah. Das hier. Zack. Ja, Jeff, bombardier mich bitte. Das ist so weird. Ich muss die Aufnahme jetzt abbrechen, weil ich habe einen Termin, den habe ich ganz vergessen. Aber wir sehen uns irgendwann später wieder. So in... Keine Ahnung. So, bin sofort wieder da und 15 Minuten sollten wir jetzt ungefähr haben. In der Zeit möchte ich natürlich mindestens dieses Ding hier befreit haben. Wenn nicht sogar das Level geschafft. Auch wenn ich das fast bezweifle. So. Jetzt lande ich hier und das ist ja alles schön und gut. Aber irgendwie muss ich ja in den Käfig da. Wie würde... Gott! Ich hab's geschafft! Oh! Meine Güte! Nie wieder, bitte! Ups! Ja, hier funktioniert es dann natürlich nicht so gut. Da war ja voll der böse Gegner drin.
voll fies eigentlich. Wie mache ich das jetzt? Genau, ich locke euch jetzt hier hin. Und jetzt kommt's, jetzt kommt's. Nein! Boah, aber fast. Aber fast. Alles klar, den hier mal wie auf sein schönes Hämmerchen Frost gesprungen. Yeah! Ich liebe diese Raketen. Ich hätte gerne mehr davon. Ja. Ja. Verdammt! Sammel diesen Shit. Runter jetzt. Genau. Und das da. Tschüssi. Endlich hat das geklappt. Diese Reverse Gravity Szenen hier. Oh, ich wollte schon sagen, ich fange jetzt nicht bei dem Hammertyp an. Diese Reverse Gravity Szenen hier sind so verwirrend. Konzentration. Oh Gott. Oh! Danke. Jetzt müssen wir ja nur noch... Ah, gut. Gut, dass Nachschub kommt. Ich dachte schon... Oh! Jetzt habe ich es ihnen aber gezeigt, verdammt. Jetzt habe ich es ihnen gezeigt. Das haben sie auch verdient. Oh! Ich hätte einfach da stehen bleiben müssen. Typisch. Zack, das war's. Aber die Lava tut euch ja gar nicht weh und so. Uah. Moment, was ist das hier? Oh, geil. Das hat... Oh. Tut mir leid, aber ein kleines Ding. Das erinnert mich an dieses eine Spiel mit den zwei Fröschen auf dem NES. SNES. Alter, ich muss auf den ersten, dann aufs dritte, dann aufs fünfte, ist klar. Mit den Fröschen, genau, wo war ich? Mit den Fröschen auf dem SNES. Battletoads in Battlemaniacs, genau. Das war's doch. Auch mit diesem, mit dieser ziemlich coolen Musik und allem. Aber, leider bin ich da nie sehr weit gekommen. Und zu zweit war es auch nicht besser. Also ich zu zweit. Nein. Ich hatte damals noch Freunde, die Konsolen hatten. Das war vor langer, langer Zeit. Nein, Quatsch. Aber wir sind echt nie weit gekommen. Ja. Damit habe ich dieses Level mal wieder geschafft und in meinem Glanze erstrahlt nun dieses Menü, das uns sagt, dass wir leider nicht eine Goldmedaille bekommen. Aber zumindest fast. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Olympus Maximus. Ich weiß jetzt nicht, will ich Jeff warten lassen oder das nächste Level machen? Irgendeiner von euch Spionen erzählt es ihm dann. Wie viele Glückslose habe ich? Ja. Genau, wir werden in dieser Folge jetzt mal die Glückslose noch rubbeln. Ich möchte gern zu den... Danke. Und dann war's das für diese Folge. Ist leider ein bisschen eine kürzere Folge, aber ich habe nicht dran gedacht, dass ich mich mit dem guten Schwarzhand noch verabredet habe. Oh, der kann eigentlich warten, oder? Der kann eigentlich warten. Also ich finde, der kann warten. Er wird mich so töten im Nachhinein. Aber naja, jetzt noch nicht. Also würde ich sagen, schnell rattern wir dieses Level auch noch durch. Nee, geht gar nicht. Geht alles gar nicht. Was laber ich denn da? Hier, dieses Level. Hölle, Hölle, Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Und ich sehe schon, Murphy ist auch wieder dabei. Das heißt, es wird wahrscheinlich länger als 15 Minuten. Ich darf jetzt einfach nicht versagen. Dann schaffe ich das.
die 15 Minuten sind wahrscheinlich schon lang rum. Das ist doch die Wahrheit. Warum verbergt ihr sie von mir, Zuschauerleins? Die 15 Minuten sind schon längst um. Meine Stimme klingt anders, wenn ich was gegessen habe. Ist es creepy, dass mir das jetzt auffällt? Nachdem ich seit 22 Jahren rede? Am Stück? Murphy-Attentat. Hashtag Murphy. Das war Murphys Gesetz und alles. Bleib's oben, bleib's oben. Ah! Er schreibt mir erst was kurz was essen holen. Das heißt, ich habe sogar noch länger Zeit, um meine finsteren Rayman-Gelüste, um den freien Lauf zu lassen, obwohl ich eigentlich einen Termin hätte. So, einen Termin, das hört sich so an, als wäre er mein Psychologe. Dabei ist er doch eher mein Psychopath. Ich bin hier der Psycho. Egal, jo, es wird immer schlimmer. Sag mal, wie mache ich das denn jetzt? Wie will ich denn da durch? Ah, Moment mal. Ja. Seht ihr? Jetzt passe ich auch da durch. Ja. Okay, komm schon. Das hier, dann so. Dann drehen wir dich noch kurz. Jetzt bin ich hier ran. Warum habe ich denn jetzt... Warum hat mir das denn jetzt wehgetan? Ja, kann ich nicht wirklich lösen gerade. Und weg mit dir. Nee, ich kann das doch jetzt nicht einfach sein lassen. Aber ich weiß halt schon im Voraus, dass es wieder 2-3 Stunden in Anspruch nehmen wird. Hi Leute, nachdem die letzte Folge für euch abgebrochen ist, oder gewisserweise abgebrochen wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es überhaupt die letzte Folge ist, vielleicht schneide ich das alles ja zusammen, aber machen wir weiter mit dieser Folge, oder mit diesem Level besser gesagt, mit diesem Abschnitt. Olympus Maximus heißt das Ganze. Und wir waren im Level Hölle, Hölle, Hölle. Ja, wahrlich, das ist ein ziemlich passender Name, wie ich finde. Zack, habe ich ein Herz. Dürfte in diesem Level dann wohl noch hilfreich werden. Das ist ja unglaublich. Jetzt muss ich schon wieder kurz die Aufnahme abbrechen, aber mein Fenster ist offen und ich sehe nichts. Tschüss. So, hier bin ich wieder. Mann, das ist... Es wird immer schlimmer, ne? Mit dieser Sonne und diesem Sommer. Was muss ich hier... Ah, ich verstehe schon. Nein, um ehrlich zu sein, freue ich mich schon sehr auf, wenn es endlich wieder Sommer wird. Diese ganzen kalten und dunklen Wintertage, davon habe ich jetzt echt genug gesehen langsam. Genau wie ich von Murphy langsam genug gesehen habe, aber er kommt immer wieder. Das ist mit dem Winter dasselbe. Murphy, du heißt ab jetzt Winter. Das ist doch ein cooler Name, oder? Ja, vielleicht nicht unbedingt. Aber ja, ich bräuchte dich mal hier. Damit ich hier hinrennen kann. Denn hier oben war immerhin ein Secret. Ein Secret. Ein Secret mit einem Lüm. Oh ja! Dieser Abschnitt. Wo ich in der letzten Folge, falls ihr das überhaupt gesehen habt, falls das überhaupt Teil von allem ist, ich weiß nichts, so abgepisst war, ist ja eigentlich ganz einfach, wenn man mal ernsthaft sein will. Wir rennen hier rüber. Im besten Fall hätten wir jetzt das Ding da bekommen. Hoch da. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr so genau. Ja, ich glaube, es ist ganz gut, wenn das Ding langsam auf uns zukommt. Zack. Und das hier war dann ein ziemlich cooler Abschnitt natürlich. Warte, roll dahin. Roll weiter. Zack. Hallo, Mr. Kleinling. Oder Mrs. Kleinling eher gesagt, ist ja die Königin. So, hat uns ein Herz gegeben, bringt uns aber überhaupt nichts. Wir haben ja schon eins. Was ist das? Ah. Ja, die Szene habt ihr 10.000 Mal schon gesehen. In unterschiedlichen Leveln. Oh, scheiße. Ja, gut. Das habe ich vergessen. Hier kommen dann die Schlangi-Lines.
ziemlich böse Schlangeleins. Hier war doch jetzt irgendwas total Fieses. Oh, fuck! Ja. Nun stellt euch bitte eine Folge vor, die nur daraus besteht, dass mir das passiert. Und dann kennt ihr die Folge, die ihr vielleicht nicht gesehen habt eigentlich schon. Aber okay. Ja, ich muss irgendwie halt den Käfig da im Flug praktisch zersäbeln. Und da kommen noch mehrere Stellen, wo ich genau das tun muss. Und es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Es ist nicht so aussehen, wie es leicht. Versteht das doch. Ja, super. Wo ist der nächste Savepoint danach? Weil ich glaube, nachdem man dieses Käfig zersäbelt hat, kann man nicht mehr lange vor den Schlangen fliehen. Guck mal, wie nah die sind. Oh Gott. Oh Gott, ich habe den Käfig bekommen. Krasse Scheiße. Ja. Wenn jetzt nicht gespeichert... Ihr wisst, dass es schwer ist, da hochzukommen. Ich soll wahrscheinlich in die Richtung, was? Ja, so sieht's aus. Auf der Seite hier bleiben. Den da holen. Wie sollte ich das denn machen? Alter! Ne, ich meine generell, wie soll ich da vorbei? Jetzt mal Käfig nebenbei. Wie soll ich da überhaupt vorbei? Ah. Ja, okay, jetzt raff ich's. Ich habe nicht gesehen, dass man mit Murphy an der Stelle interagieren kann. Murphy, warum sagst du mir das nicht? Ja, dann kann ich aber auch nicht mehr an die Seite springen. Das heißt, ich muss erst an die Seite springen. Sag mal, was habe ich gerade gesagt? Scheiße. Schön, wenn man nicht mal sich selbst zuhört. Nicht mal ich höre mir zu. Was erwarte ich denn dann von euch? Alter, Alter, Alter. Nein! Nicht nochmal das Ganze. Och, das ist doch unglaublich.